Yu-Gi-Oh! Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro Online. Heutiger Deck Pro Arcanoda mit einem antiker Antrieb-Deck. Weil, warum nicht? Na dann. So, du kommst wieder. Jawohl. Du. Fun Fact am Rande, der antike Antriebsritter hieß ja in Yu-Gi-Oh! World Championship 2011, glaube ich, antiker Getrieberitter. Aber alle anderen Dinger hießen antiker Antriebsritter. Oder antiker Antriebs, blablabla. Noch ist harmlos. Huch. Ach so, stimmt, der gibt's ja auch noch. Oh. Ein Synchron-Deck. Der nicht auf Quasar gehen will, wie mir scheint. Das wird ein Straßenkrieger. Eventuell vielleicht. Der fliegt aber instant weg. So nicht. Okay, wie machen wir das jetzt? Wir machen mal den hier. Und guten Abend, Noden. Wir werden hier bitte eigentlich alles gewinnbringend. Ich glaube, ich hole mal Arc. Ja, Arc hätte ich am meisten davon. Und ja, mir ist klar, dass ich auch auf den Getrieberiesen hätte gehen können, wenn ich den antiken Antriebsritter beschworen hätte. Gut. Ah, wir wissen ja alle, Schaden ist wichtiger als Damage. Yep. Wer ist der eigentlich? Shinokinohono. Yo. Das ist noch harmlos. Von mir aus. Alles noch im Rahmen. Wow. Also, wow. Wow. Was zum Geier macht der da? Das wüsste ich jetzt auch gerne mal. Wenn du einen Golem hast, ist vorbei. Ja. Das wäre schön, wenn ich einen Golem hätte. Brauche ich aber zum Glück nicht. Mhm. What the f- Entschuldigung, dass ich die Züge viel lahmarschiger mache, die jedes andere Level 4-Deck auch hingekriegt hätte. bis gleich zur Deckbewertung. So, da sind wir wieder. Gibt es an sich nicht so viel dazu zu sagen, weil das Thema halt nicht besonders prall ist, aber die Umsetzung, an der kann man gar nicht mal so viel rummosern. Was mich mal interessieren würde, antike Antriebsgardiel-Throndrache kombiniert mit der antiken Antriebsstadt. Die Kombi ist hier nicht mal irgendwas von drin.
Muss natürlich nicht. Und der Gattel Throndrache kann halt auch nicht für den ultimativen antiken Antriebsgolem benutzt werden. Der Punkt ist halt. Der Drache selbst hat von Fusion abgesehen, dem Golem nur hinterher, dass er keinen Durchschlagschaden macht. Aber auch ihm ist es wurscht, ob der Gegner Backrow hat, wenn er angreift. Und der Gadiel-Throndrache hat halt im Gegensatz zu dem Golem den riesen Vorteil, dass er gespecialt werden kann. Deswegen gibt es eigentlich absolut keinen Grund, die Gadiel-Throndrache plus Stadt-Kombo nicht zu spielen. Abgesehen davon, dass du mit der Stadt draußen einen Golem mit einem Tribut holen kannst. Ja gut, das interessiert jetzt weniger. Ja. Man könnte natürlich noch so sick sein und dann den Ingenieur spielen, der mit der Stadt ja komplett ohne Tribut gerufen werden kann, weil der halt die gegnerische Backrow einfach zerballert wie nichts Gutes. Mhm. Passt zwar nicht in die aktuelle Meta, aber das Deck ist ja sicher auch kein Meta-Deck. Also von daher kann man den Ingenieur ruhig einmal spielen, wenn man dann die Stadt spielt. Aber da du die Stadt nicht spielst, ist natürlich rechts im Moment in diesem Deck hier richtig nicht drin zu haben. Eine 5, Stufe 5 für 1500 Attack ist nicht so wirklich das Wahre. Nicht wirklich, nein. Aber wie gesagt, von der Stadt Drache-Kombo abgesehen und dann halt, wenn, dann eventuell noch den Ingenieur, gibt's eigentlich nichts zu beanstanden. Nicht wirklich, nein. Das ist gut gemacht. König des Sumpfes ist eine interessante Karte, aber sollte funktionieren. Mhm. Dann Blazeman einmal auch für den Polysearch und dann halt auch hier Zero, Gaia, warum nicht? Kann man machen. Mhm. Gut. Ja. Dann gibt's hier für ein Deck, das halt nicht so das beste Thema ist, aber dafür eine ganz gute Umsetzung hat, 10 Punkte. Jo. Wenn ihr unsere Deck schicken wollt, guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.